Leute, ich habe was richtig Geiles entdeckt. Bleibt jetzt dran und viel Spaß. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, dieses Mal aus dem Bereich vegane Produkte. Und ich war vor kurzem im Supermarkt und hatte mir eigentlich vorgenommen, mal einen veganen Schokopudding zu suchen. Und bin dann an den Kühlschränken vorbei und dachte so, hä, warte mal, die kennst du doch. Und dann habe ich die gesehen. Ja. Und da. Ja. Es gibt jetzt vegane Müllermilch und veganen Müllermilchreis. Und ich habe das gar nicht erst glauben können, weil ich habe das Ewigkeiten nicht mehr probiert bzw. gegessen. Und jetzt hat Müller auch vegane Alternativen rausgebracht. Und ich bin einfach mega gehypt und ich habe es noch nicht probiert. Ich möchte das heute das erste Mal exklusiv mit euch probieren und werde euch ein bisschen was darüber erzählen. Aber nicht so lang wie die letzten Reviews. Deswegen alles kurz und kompakt heute. Und dann habe ich ein bisschen durchgeguckt und da dachte ich mir, ich lasse mich nicht lumpen heute und habe drei verschiedene Sorten mitgebracht: Banane, Karamell und natürlich mein All-Time-Favorite Schoko. Ich habe hier für den Start mal den Geschmack Banane und diese ganzen Drinks sind auf Haferbasis richtig abgefahren. Es ist echt wie ein Traum. Oh, ich sehe sogar, das ist Einwegpfand, 25 Cent. Und das Ganze hat auf 100 Milliliter 57 Kalorien. Das heißt, wenn wir damit durch sind, das sind 400 Milliliter insgesamt, ungefähr 230 Kalorien, die wir dann vernichtet haben. Also man riecht Hafer und man riecht auch Banane. Boah, nicht so viel. Die anderen müssen ja auch noch eine Chance haben. Wenn ihr das schon probiert habt, dann lasst es mich sehr gerne im Kommentarbereich wissen. Here we go. Ich versuche gerade ein wenig das Geschmacksgedächtnis wieder anzuregen von früher. Schmeckt auf jeden Fall ein wenig speziell. Nicht ganz so wie die originale Müllermilch. Der erste Geschmack war ein bisschen ungewohnt, war sehr haferlastig und ein bisschen Banane. Also schmeckt auf jeden Fall solide. So, machen wir weiter mit Karamell. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht gewinne ich ja jetzt auch Geld, wenn ich den zweiten aufmache. Hafer riecht man aber nicht so stark wie bei der Banane. Und man riecht Karamell auf jeden Fall. Okay. Okay. Also die Haferdrinks von Müller, die vegan, die sind auch ein bisschen dünnflüssiger als die normalen. Der passt besser zum Hafer irgendwie. Müsst ihr mal selber probieren. Hier sind 56 Kalorien drin. Ja, also das harmoniert auf jeden Fall ein wenig besser zusammen. Kommen wir jetzt zu meinem Favorite. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch ein wenig aufgeregt. Aber was sein muss, muss sein. Ihr denkt bestimmt, dass ich wieder muhe jetzt, ne? Nee, mache ich diesmal nicht. Okay. Also das riecht auf jeden Fall wie normale Müllermilch. Los. Oh, yes. Oh, ein bisschen geht noch, nicht? Das Ganze hat 60 Kalorien, also ein bisschen minimal mehr als die anderen beiden. Oh, yes. Wow. Schoko ist und bleibt mein All-Time-Favorite, muss ich sagen. Sie ist auch ein bisschen dickflüssiger als die anderen beiden. Man schmeckt Hafer, aber nicht so stark wie bei Banane und harmoniert noch ein Stückchen besser als Karamell. So würde ich es jetzt beschreiben. Es passt super gut zusammen. Also die Kombination auf Haferbasis mit Schokolade, richtig lecker. Schoko schmeckt richtig, richtig, richtig gut. Muss ich wirklich sagen. Kriegt einen Daumen hoch. Die
veganen Müller-Drinks. Die sind erhältlich im Supermarkt für, ich glaube, 1,49. Ist natürlich ein bisschen teurer als die normalen, aber ich muss sagen, gerade wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich tatsächlich für die beiden entscheiden. Da gibt es auch noch Vanille im Supermarkt, aber ich bin nicht so ein Vanille-Fan, deswegen habe ich es jetzt nicht mitgeholt. Mit Karamell und mit Schoko könnt ihr nichts falsch machen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu der Milchreis-Alternative, vegan natürlich, und habe hier einmal mit Zimt und einmal mit Schoko ausgewählt. Hier auch nochmal die Werte. Auf 100 Gramm habt ihr 110 Kalorien. Das Ganze hat Inhalt 180 Gramm. Das heißt, ihr habt circa 190 Kalorien, die ihr hier verspeist. Aber ich hoffe und denke, dass das Ganze auch ein wenig lecker schmeckt. Ja, der Milchreis, die Milchreis-Alternative von Müller, die ist auf Kokosbasis. Anstatt auf Hafer, so wie die Drinks. Man sieht schon ein wenig den Zimt. Ich darf das nicht zu schräg halten, sonst fällt mir das runter. Habt ihr wieder was zum Lachen? Es riecht sehr nach Zimt. Wow. Wow. Oh mein Gott. Mmh. Wow, das ist ein Jackpot, liebe Leute. Kokos schmeckt man fast gar nicht. Es schmeckt fast wirklich wie komplett normaler Milchreis von Müller. By the way, das ist keine gesponserte Geschichte oder so. Ich habe mir die alle selber im Supermarkt gekauft. Und deswegen ist diese Bewertung hier komplett neutral und komplett meine Meinung. Das ist auch gar nicht allzu süß. Also es ist süß, aber es schmeckt wirklich nach leckerem Milchreis, muss man ja sagen. Ist auf jeden Fall ein Kauf wert, finde ich. Also Zimt schon mal. Jetzt kommen wir zum Schokogeschmack. Aber man sieht auch hier, kann man vielleicht auch sehen, man sieht sofort ein wenig von der Schokogeschichte. Okay, bitte lass mich nicht im Stich jetzt. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Wow. Yes, das ist ein absoluter Jackpot. Boah. Wow. Also, richtig, 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 richtig lecker. Die Schokolade schmeckt schokoladig, ist aber nicht allzu süß. Das Ganze ist sehr natürlich. Der Milchreis, also der Milchreis, der hat wirklich gar keinen Eigengeschmack, also von Kokos oder so. Das passt alles perfekt zusammen. Wenn ich mir Milchreis nochmal kaufe, dann auf jeden Fall den hier, weil der schmeckt richtig gut. Zimt ist auch mega. Und das hier, liebe Leute, das ist richtig, richtig nice. Den veganen Müller Milchreis, den habt ihr hier im Supermarkt für jeweils 99 Cent. Finde ich absolut in Ordnung. Für den kleinen Hunger zwischendurch oder halt für einen Nachtisch oder so geht das in jedem Fall. Und ich bin wirklich positiv überrascht. Also mein Fazit jetzt für euch. Also bei den veganen Müller-Drinks ist auf jeden Fall und bleibt mein absoluter Favorite der Geschmack Schoko. Was ich nicht so gut finde, ist die Geschichte mit Banane. Also Banane schmeckt zwar auch, aber ich finde es halt sehr, also ich sag mal, solide. Absoluter Champion für diese ganze Geschichte ist der Müller Milchreis vegan mit Schokogeschmack, und direkt dahinter kommt sofort der mit Zimt. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt noch andere gibt. Ich glaube neutral. Wenn ihr das schon probiert habt, dann sagt mir gerne Bescheid unten im Kommentarbereich, wie findet ihr den? Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder neu auf dem Kanal seid, dann lasst mir jetzt ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst, wenn ich es hochlade. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Erholt euch, bleibt gesund. Das ist ganz wichtig. Und wir sehen uns in jedem Fall im nächsten Video. Macht's gut und haut rein. Ciao.